Was geht ab, Modern Seafighter, außer dir? Und willkommen zum Team Rating Video Nummer 23 und... Ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Team Rating Nummer 23, vielen lieben Dank für eure Einsendungen. Ich würde sagen, deswegen verlegen wir nicht viel Zeit und legen einfach los. Und zwar beim ersten Team, als ich die Nachricht gesehen habe, bin ich ehrlich, da konnte ich echt nicht Nein sagen. Wisst ihr warum? Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt gleich sehen, das war echt übertrieben süß. Anyways, das erste Team ist von Guido Bungenstock, falls ich es ausgesprochen habe. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Und zwar, wenn wir uns die Nachricht ansehen, dann wisst ihr, was ich meine. Hashtag Team Osru, hi, ich bin der Vater von meinem Sohn Elias, 10 Jahre alt, der ein sehr großer Fan von dir ist und sich wünschen würde, dass du dir vielleicht einmal sein Team anschaust. Hier nun die Nachricht von Elias. Also wisst ihr, was ich meine? Ich kann den Wunsch des Kindes nicht abschlagen. Also an der Stelle vielen lieben Dank für die Einsendung, Elias, und ich hoffe, du siehst das Ganze. Hi Osru, du bist ein Lieblings-YouTuber und ich würde mich sehr freuen, wenn du mein Team verbessern könntest, da ich mich nicht so gut im Teambuilding auskenne. Vielen lieben Dank, Elias. Kein Thema, Elias, machen wir auf jeden Fall. Also horche auf jeden Fall gut zu. Wenn wir uns das Team ansehen von Elias, was er uns geschickt hat, dann merken wir jetzt schon, beziehungsweise ich sag mal aus vorweg, ich werde, Elias werde dir keine Punkte geben, weil du hast wahrscheinlich sicherlich auch schon gemerkt, beziehungsweise selber gesagt, du kennst da nicht so gut aus. Deswegen werde ich auf jeden Fall gleich ein Team bauen und die Punktevergabe, ich würde sagen, auf die verzichten wir mal, weil es dann primär darum geht eben, dass ich dir ein Team baue. Genau, weil wenn wir dein Team mal angucken, kurz als Tipp vielleicht für jedermann, ihr müsst ja euer Team um euren Leader-Skill herum bauen. Hier in dem Fall ist Super Saiyan 4 Goku der Leader, er gibt Super Strength Charakteren Ki plus 3. HP in der 120% oder Extreme Strength Charakteren Ki plus 1 auf 150%. Dementsprechend wäre es auf jeden Fall erstmal gut, wenn wir nur Strength Charakteren im Team hätten. An der Stelle haben wir nur 2, aber wie gesagt, der Rest des Teams passt nicht. Deswegen würde ich das Team folgendermaßen ändern. Und zwar haben wir hier an der Stelle ein Universe Survival Saga Team. Wir haben Jiren als Leader. Jiren ist der Universe Survival Saga Kategorie Leader. Er gibt der Kategorie Ki plus 2 auf 120%. Dementsprechend haben wir dann noch drinnen im Team Ultra Instinct Goku, C18, C17, Kefla, Super Saiyan 2 Kale. Und so wird das ganze Team aussehen an der Stelle, Elias. Denn du hast Glück gehabt, du hast wirklich 6 Charaktere gehabt aus der Universe Survival Saga. Deswegen passt dieses Team an der Stelle. Jeder bekommt den Boost von Jiren. Und am besten benutzt das Team quasi, weil mit dem Team wirst du auf jeden Fall gut gedeckt sein. Wenn du, beziehungsweise wäre es immer gut, wenn du als Friends einen anderen Jiren mitnimmst, ja, dann hast du Double Jiren Lead, also bekommst du zweimal den Leader Skill. Und genau, vielen lieben Dank für die Einsendung, ja, Elias und Papa von Elias natürlich auch. Und ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend helfen. Alles gut, kommen wir zum nächsten Team. Let's Melon 67, Hashtag Team Osru, vielen lieben Dank für diese Einsendung. Und zwar haben wir hier ein Dream of Gods Team. Jeder Charakter entspricht der Kategorie, ja, tut er. Alle sind zwar Max Awake, aber nicht Max Level, also haben wir schon mal hier 7 von 10 Punkten an der Stelle. Und genau, wenn wir uns das Team schon mal so betrachten, dann ist schon mal eine Rotation auf jeden Fall fix, nämlich Fusion Zamasu mit Rosé. Warum? Weil Fusion Zamasu würde ich immer liebend gerne mit Rosé in einer Rotation halten. Sie linken sich sehr, sehr gut. Aber andere Sache ist, Fusion Zamasu in jeder anderen Rotation gibt einen Debuff auf die Heroes und in dem Fall auch für unsere Units. Also ich würde auf jeden Fall immer, wenn wir das spielen im Realm of Gods Team, immer Rosé und Fusion Zamasu in einer Rotation halten. Heißt, wenn wir uns mal die Charakterliste ansehen, dann werden wir am Team ein bisschen was ändern. Denn wir haben ja jetzt schon vorneweg immer Fusion Zamasu und Rosé in einer Rotation. Deswegen würde ich Goku Black raushauen. Goku Black ist kein Muss in dem Team. Ich würde dann eher Strength Godku reintun. Du hast einen Strength Godku auf der Bank. Twin Awaken, weil er ist an der Stelle ein besserer Rotationscharakter als Goku Black. Denn wenn er in die Rotation reinkommt, gibt er zum einen Ultra Instinct Goku einen der besten Boosts. Ki plus 3, 55% auf den Angriff. Aber auch den anderen Saiyajins wie Vegeta und Vegeta Blue gibt er da einen soliden Boost. Also wie gesagt, erste Änderung schon mal. Strength Godku rein für Goku Black. Genau. Da wir eine Rotation fix haben mit Rosé und Fusion Zamasu, ist die nächste, würde ich auf jeden Fall Ultra Instinct Goku in eine Rotation lassen und dann entweder mit LR Vegito Blue oder Vegeta Blue Int. Heißt, wir tun Kaioken Goku Blue raus. Wir haben als Rotationscharakter Godku, der tut auf jeden Fall seinen Job da gut und tun dann Vegeta Blue Int rein. Und wie gesagt, es liegt dann dementsprechend an dir, wie du das Ganze hältst. Ultra Instinct Goku würde ich, wie gesagt, in der Rotation halten. Er ist eine solide Unit, sehr, sehr gut in seinem Team natürlich. Würde trotzdem Godku als Rotationscharakter halten, nicht mit ihm immer in einer Rotation, weil Godku als Rotationscharakter, wenn wir uns den Graphen da ansehen, dann sehen wir, okay, er gibt auch, wenn er in die Rotation von Fusion Zamasu und Rosé kommt, gut Linkskills. Ja, die Power für Fusion Zamasu zum Beispiel, Super Saiyan für Rosé und so weiter und so fort. Und wenn er dann in die Saiyajin-Rotation, wenn ich das so sagen darf, reinkommt mit Ui Goku, Vegeta Blue und LR Vegeta Blue, gibt auch overall wirklich sehr, sehr gute Linkskills. Heißt, es liegt an dir, ob du Ultra Instinct Goku in einer Rotation hältst mit Vegeta Blue
oder mit LLVG2Blue. Mit beiden wird es auf jeden Fall laufen. Oder du sagst, ich mach's wie Osaru und ich rotiere Ultra Instinct Goku raus. Und dann lässt du Vegeta Blue mit LLVG2 Blue in der Rotation. Aber wie gesagt, diese Änderung würde ich auf jeden Fall an der Stelle machen. Es scheint gerade Awaken reintun für Goku Black und Vegeta Blue Int rein für Kaioken Goku Blue. Vielen Dank an der Einstellung. Es bleibt bei den 7 von 10 Punkten. Alles klar, und das nächste Team ist von der Otaku Pinguin. Danke für die Einsendung. Und zwar schreibt er uns, Hashtag Team Osaru, moinsen Osaru, bitte überprüfe mein Rim of God Team auf Herz und Nieren. Ja, dann spielen wir mal hier Trafalgar Law und den Chirurg des Todes. Alles klar. Und zwar haben wir an der Stelle kein Team. Ich weiß nicht, ob du das vergessen hast einzusenden oder nicht. Wir haben nur die Charakterliste. Aber Hinweis an euch. Wenn ihr quasi, wenn ihr von mir wollt, dass ich euch ein Team baue, außerhalb der Team-Rating-Videos, dann sendet sie mir zu jeder Zeit als Privatnachricht. Weil so müsst ihr auf eine Chance hoffen, dass ihr überhaupt drankommt erstmal in dem Video. Und wenn ihr an sich direkt eine Antwort wollt, zu eurer Charakterliste, ein Team von mir erstellen wollt, irgendeinen Tipp, bla bla bla, ihr wisst das. Ja, irgendeine Nachricht könnt ihr mir gerne senden zu jeder Zeit. Twitter, Discord oder Instagram. Aber ihr müsst auf eine Antwort gedulden auf jeden Fall. Ich versuche einmal pro Tag die ganzen Mails zu checken. Speziell für das Team-Rating-Video. Wenn ihr da in ein Team-Rating-Video drankommen wollt, dann bitte Screenshot von eurer Charakterliste senden. Von eurem Team. Besser gesagt, von eurem Team. Und dann eure Charakterliste eures Team anpassen. Heißt, wenn ihr Dream of Gods Team sendet, sendet mir eure Charakterliste, die in die Kategorie gehören und die In-Charaktere, also die dem Leaders-Clan sprechen. Und nur SSR und höher, bitte. Und am besten zeigt ihr mir so wie unser Duty an, die Prozentsatz, also das im Dupe-System, wie sie vorangeschritten sind. Die Einsendungen fürs Team-Rating jeden Freitag nur bitte mit dem Hashtag Team Osaru-Version auf Twitter und Discord nur. Kein Instagram, Twitter und Discord. Die Einsendung für das Team-Rating-Video, alles andere, jede Frage und so weiter und so fort. Ihr wisst da Bescheid, zu jeder Zeit gerne und willkommen. Anyways, wie gesagt, wir haben eine Charakterliste. Er wird auf jeden Fall ein Dream of Gods Team. Dann gehen wir her und erstellen ihn eins und dann machen wir das Ganze nämlich so. Und zwar Ultra Instinct Goku als Leader natürlich ganz, ganz klar. Kaioken Goku Blue als Rotationscharakter. In einer Rotation behalten wir Rosé und LR Goku Black auf jeden Fall fix. 6 Linkskills, Rosé, LR Goku Black. Geile Rotation. Eine Rotation kannst du halten, entweder machst wie ich. Rotiert jetzt Ultra Instinct Goku raus, behältst Vegeta Blue mit LLVG2 Blue oder Ultra Instinct Goku mit LLVG2 Blue oder mit Vegeta Blue Int, weil die geben sich Prepared for Battle auf jeden Fall, also ulten werden sie immer. Und wenn Kaioken Goku Blue in die Rotation immer reinkommt, sorgt auch für die Linkskills für Goku, Ui Goku, sowohl als auch für die anderen Units mit Super Saiyan und so weiter und so fort, für Vegeta Blue oder LLVG2 Blue. Genau, dann siehst du vielleicht in dem Graphen, sehe ich noch unten rechts, habe ich da noch Physisch Vegeta Blue reingehauen. Es liegt letztendlich an dir, ob du LLVG2 Blue oder physisch VG2 Blue nimmst, wenn du physisch VG2 Blue brauchst, weil du jetzt gegen Int, Dokkan Event kämpfst oder einen Int-Gegner, dann nimmst du am besten ihn, weil du einen Typenvorteil hast. Andersrum, wenn du gegen physisch kämpfst, nimmst du LLVG2 Blue oder du lässt immer LLVG2 Blue drin, weil er bei dir auf 100% ist. Kannst du auf jeden Fall machen. Genau. Unten habe ich noch zwei Charaktere vermerkt, wenn es mal, also ich sag mal so, Goku Blue und Vegeta Blue von Resurrection F wissen wir, ihre Kombo ist wirklich sehr, sehr gut. Sie teilen 6 Links, das ist ein richtig guter Boost. Sie linken sich sehr, sehr gut, aber dein Int Vegeta Blue und Kaioken Goku Blue an der Stelle, würde ich sagen, synergieren besser mit dem Team, sind individuell stärker im Dupe System bei dir auch. Ultra Instinct Goku nimmt den Platz eines Rotationscharakters ein und gibt der ganzen Rotation, egal welche Rotation da reinkommt, auf jeden Fall so die Link-Skills. Aber wenn es mal Agility-lastig sein muss, dein Team, also wenn du viele Agility-Charaktere brauchst, weil du jetzt gegen ein Strike-Event campst, dann kannst du Vegeta Blue Int raustun und Kaioken Goku Blue für Goku Blue aus Resurrection F, also die zwei unten mit Vegeta Blue in einer Rotation hauen, weil sie sind sehr, sehr solide. Die geben sich 6 Linkskills an der Stelle und hauen da auf jeden Fall sehr gut Schaden raus. Genau, dann kommen wir mal direkt zum letzten Team. Und zwar, das letzte Team ist von Son Goku. Son Goku, lieben Dank für die Einsendung. Son Goku schreibt uns, was schreibt er? Soll eigentlich ein Mono-Strength-Team werden, da ich keinen anderen guten habe ich Vegeta Super Saiyan 4 reingepackt. Okay. Hier ziehe ich mal kurz die Handbremse. Nein, bitte nicht. Nein. Immer, wenn es geht, euer Team um euer Leader-Skill herumspielen. In dem Fall haben wir ein Super-Strength-Team. Unser Boy hat, weil er nicht bessere Units hat, vielfach in Vegeta reingetan. Ich sag mal so, der Ansatz war richtig, aber du hast es falsch umgesetzt. Wir werden uns gleich sehen in der Charakterliste, wie es besser ging. Nämlich, wir haben hier ein Super-Strength-Team, ja. Super Saiyan 4 Goku gibt auch Extreme Strength Units einen Boost. Vergiss das nicht. Heißt, ihr könnt auch Extreme Strength Units reintun. Sie bekommen dann leider einen schlechteren Boost. Aber an der Stelle sind alle Charaktere richtig gesetzt, außer Vegeta. Also haben wir 5 von 10 Punkten schon mal. Dann sind alle Max Level richtig. Ja, sind sie. Also haben wir 6 von 10 Punkten, aber sind nicht mehr, nicht awaked.
Wenn wir uns die Krakelliste ansehen, wenn wir uns die Krakelliste ansehen, auf jeden Fall tun wir fehlbaren Vegeta raus. Der gehört da nicht hin, Freunde, bitte. Er gehört da nicht hin. Achtet bitte auf den Leader-Skill. Er bekommt hier 0%. 0%, also gar keine Key. 0% auf Angriff, Death. Der gehört da nicht hin. Der gehört da einfach nicht hin. In manchen Situationen, beziehungsweise nur Virus. Virus kann man in jedes Team packen, auch wenn er nicht zum Leader-Skill gehört. Aber das ist dann halt dementsprechend bedingt, weil seine Passive einzigartig ist. Damit wir dann Vergleich haben, weil er tut zwei Farben, zwei Key in eine Key-Farbe umändern. Und wenn du Elegorn im Team hast und Virus einmal das alles ändert, boom, Elegorn eskaliert. Aber selbst davon bin ich kein Fan davon, weil Virus dann trotzdem keinen Boost bekommt. Das macht übertrieben viel aus. Und in dem Fall muss Vegeta raus. 0%, 0 Key, nope, geht gar nicht. Weil du hast ja sogar Optionen, du hast ja sogar Optionen. Wenn wir uns mal angucken, wir wissen, Super Strength Units bekommen den besseren Boost. Okay, dann gucken wir erstmal alle Super Strength Units von dir an. Vierfacher Goku ist drin, Vegito ist drin, dreifacher Goku GT, dreifacher Vegeta GT. Okay, Pan hätten wir, ist drin, also Pan, B-Pan. Super Saiyan 2 Kalifler hätten wir drin. Super Saiyan 2 Kalifler würden wahrscheinlich viele reintun, aber stopp, nicht in diesem Team. Denn ihre Passive bedingt gehört es da nicht rein, denn sie bekommt nur ihren Boost, wenn da Universe Survival Charaktere drin sind. Sie selbst ist zwar eins, aber dann ist der Boost sehr, sehr gering. Deswegen, okay, Kalifler hast verzichtet, hast richtig gemacht. Aber, Pan, du hättest noch eine Pan GT, die könntest du mit reinnehmen, weil die heißt anders als B-Pan. Du hättest einen Trunks, den du erwecken könntest du mit reinnehmen. Aber, bin ich ehrlich, auf die würde ich auch verzichten. Da hast du quasi, dein Ansatz war gut, dass du einen besseren Unit drin reintun willst, weil du keine besseren hast. Okay, Super Strength hast du dementsprechend mal, sagen wir mal so, keinen besseren. Aber du hast Extreme Strength Charaktere. Nämlich, einer Freezer hätten wir, aber den will ich nicht reinnehmen. Ich würde das Team GT-lastig bauen mit Omega-Shenlong. Du hast ein Omega-Shenlong. Tu Omega-Shenlong rein, weil du hast dann Super Saiyan 4 Goku, Omega-Shenlong, Super Saiyan 3 Goku GT und B-Pan. Teilen alle den Linksel GT, geben sich zumindest gut Ki. Und da ist die Synergie auf jeden Fall besser. Also, Omega-Shenlong bekommst du den schlechteren Boost. Aber ist egal. Er ist einfach nur da, damit Hauptsache jeder Charakter den Skill bekommt. Dann hat er trotzdem noch einen Sinn. Also individuell ist er gut, hat einen guten Debuff auf den Gegner. Und teilt noch den GT-Links mit anderen Charakteren. Also lieber wirklich, lieber immer darauf achten, dass das ganze Team dem Leader-Skill entspricht. Und genau, diese Änderung würde ich an der Stelle auf jeden Fall machen. Und gut, an der Stelle wäre es schon für dieses Team-Rating-Video. War vielleicht kurz und knackig, aber ja. Ich war irgendwie in Lust und Laune, das so zu gestalten, beziehungsweise haben wir quasi diese Teams ausgesucht. Ich hoffe, dementsprechend hat euch alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.